Hallo, der Sascha von Bösel NRW wieder hier. Ich freue mich, euch heute ein neues Video zu präsentieren, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Und wie immer im Leben passiert Folgendes, wenn man sich auf etwas ganz besonders freut, was passiert? Es läuft etwas daneben. Und genau bei diesem Video, wo ich mich so drauf gefreut habe, ist genau etwas daneben gelaufen. Das erzähle ich euch jetzt. Das Besondere war, bei diesem Fahrzeug, wir mussten einen Inhouse-Termin machen. Das heißt, wir folieren nicht hier bei uns in der Halle, sondern wir müssen raus zum Kunden. Wann machen wir sowas? Wir machen sowas, wenn ein Kunde mehr als 10 Fahrzeuge hat. Oder wenn es um Neufahrzeug geht und der Kunde explizit möchte, dass wir das vor Ort beim Händler folieren. Also, meine Jungs waren schon am Fahrzeug beschäftigt seit anderthalb Tagen und mein Termin war für schöne Videoaufnahmen beim Folieren von der Halle, von etc. pp. Also das, was wir eigentlich immer machen mit unseren Fahrzeugen, sollten wir filmen oder wollten wir filmen. Also bin ich, mein Kamera-Equipment und mein Chef-Video-Animateur mitgefahren, kamen da an, sind nett empfangen worden, super, so wie man es kennt eigentlich von den ganzen Autohäusern, sind zu unseren Jungs rein, haben die Lage gecheckt. Ich bin kurz vorne zur Rezeption oder wie man es halt nennen möchte im Autohaus und wollte kurz abklären, dass wir kurz ein paar Videoaufnahmen machen. Also das heißt, ich wollte nicht Videoaufnahmen machen vom Autohaus, von irgendeinem Verkäufer, von fremden Autos mit Kennzeichen. Ich wollte explizit Aufnahmen machen von unseren Arbeiten an diesem Fahrzeug letztendlich. Also man hätte nichts von der Location eigentlich erkennen können. Ich habe alles geplant, wir waren vor Ort, ich wollte filmen, für euch das tolle Video machen und wir durften nicht. Kurze Diskussion hin und her, wenigstens Bilder. Nein, auch das wurde verwendet. Ich durfte noch nicht einmal eine kurze Videosequenz drehen, von außen, wie ich in das Autohaus reingehe oder rauskomme, je nachdem. Es wurde komplett alles untersagt. Tja, wo ist mein Videomaterial? Ich habe kein Videomaterial. Glück im Unglück, der Kunde von diesem Fahrzeug ist ein echt cooler Typ. Kurz WhatsApp geschrieben, hör mal, wir dürfen nicht filmen. Ist es möglich, dass wir das Auto bei uns in der Firma hinbekommen? Direkt von vorne, gar kein Problem, Sascha. Ich komme mit dem Auto vorbei, mach Videoaufnahmen, alles easy. Also, ich hatte wenigstens ein bisschen jetzt von diesem Video gerettet. Das heißt, der Kunde kommt einen Tag später nach der Abholung zu uns und wir können nochmal schöne Videos machen. Leider für euch nicht aus der Produktion, also aus dem Polierungsprozess. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar geile Bilder und die kommen jetzt. So, ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es komplett einmal ein anderes Video ist, als was ihr von uns kennt. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen hoch. Bis bald, euer Sascha.